Der Louis, die alte Sumpftröte, der war da, ne? Da ist so ein Moorleichenhaini gewesen. Ich weiß nicht, ob man den sehen konnte. Ist ja recht dunkel, ne? Warte mal, wir machen mal Folgendes. Hier im Sumpf ist ja ein bisschen mies. Störe ich hier jemanden? Ja. Was willst du ja, hier? Ja, ist gut. Ich wollte nur schlafen. So, Bett. Ich erinnerte mich nur noch, dass es ja eine Hütte gibt, wo wir schlafen können. Bis Mittagsschlaf. So. Damit es auch wirklich schön hell ist. Ah, das sieht doch schon ganz anders aus hier. Ha, herrlich. Oh, nicht ins Feuer laufen. So, da war der Danny und Louis. Ja doch, der müsste hier ungefähr sein. Und dann war ja noch ein Arbeiter da drüben, nicht wahr? Louis, du alten Saufkumpan. Schutzgeld. Rück das Schutzgeld raus, der Monat ist rum. Ja, ja, hier muss ja nicht gleich handgreiflich werden. Noch gar nicht handgreiflich geworden. Solltest du nicht jagen gehen? Solltest du nicht eigentlich jagen gehen? Oh Mann, jetzt fängst du auch noch an. All das geht hier den Bach runter und ich soll mir den Stein verrenken? Jawohl. Nee, lass mal. Ich trinke mir lieber einen. Du kriegst von mir noch ein Bier, wenn du wieder jagst. Das ist so gut. Du kriegst von mir noch ein Bier, wenn du wieder jagen gehst. Nee, nee. Dann muss ich mich ja bewegen. Mach du. Ich kann nicht. Ja, drohen wir ihm mal. Du wirst jetzt jagen gehen. Sonst kannst du was erleben. Pass mal auf. Ich mach dir einen Vorschlag. Lass hören. Du gehst rüber und erledigst die wuseligen Ratten da im Süden. Dann kommst du wieder hier. Und ich gebe dir 30 Goldmünzen. Was meinst du dazu? Können wir die nicht schon? Ja. Die wuseligen Ratten im Süden sind alle erledigt. Na Mann, das ging aber schnell. Bist als Jäger gar nicht so schlecht, Alter. Ja, Alter. Ja, hast du 30 Goldmünzen? Danke, Alter. Moment mal. Das sind nur 25. Ja, tatsächlich. Hey, 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 dann eben 25. Mehr habe ich sowieso nicht. Super, du bist ja richtig verlässlich. Mal kurz gucken. Wo war denn... Der kämpft ja schon gegen so einen Sumpfhain. Oh nein! Hä? Och nö, jetzt hat er mich entdeckt. Na gut, kriegen wir den? Die letzten Male lief das ja nicht so entspannt. Ist er jetzt echt tot? Ich muss von dem Schutzgeld eintreiben, Mann. Oha. Das ist nicht gut. Na komm. Ah, Mist. Ich wollte parieren. Jo, hat gut geklappt. Verdammt, wann haben wir denn gespeichert zuletzt? Ah, verflucht. Okay, dann müssen wir jetzt flott das Schutzgeld eintreiben von allen, sonst wird der wieder getötet. Das ist ja unglaublich, kann doch gar nicht sein. Haben wir jetzt vom Hawkins schon? Gerade. Ich muss mir wieder direkt... Jawohl, haben wir schon offenbar. Gut, dann müssen wir jetzt... Ich versuche es schnell durchzuziehen, wa? Seltsam, jetzt ist die Moorleiche nicht da. Schutzgeld, bla bla bla. Keiner Kämpfer wird kommen, bla 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 bla. Rottwurm. Pass auf, hinter dir. Ein, was? Dietrich Clown. So, erledigt und F8. Jetzt ist die Frage. Wo ist die Moorleiche? Da ist die Moorleiche, okay. Ich weiß nicht, ob man die sieht, also bei YouTube, weil das ja hier so dunkel ist schon wieder. Und ich natürlich vergessen habe, zwischendurch zu schlafen. Jetzt sehe ich sie nämlich nicht mehr. Ich gehe mal hier so ganz vorsichtig, ganz unschuldig. Enrico, Schutzgeld, komm schon. Ich kassiere jetzt erstmal dein monatliches Schutzgeld ab. Nimm mein Gold, nimm alles, aber lass mich bloß in Ruhe. Kein Problem.
geblieben. Okay, so. Gold erhalten und weg hier. Gott, wo? Meine Fresse. Was ist denn hier los? Lauter gefährliche Gegenden und Kreaturen und überhaupt. So, bei dem machen wir das gleiche auch nochmal, ne? Hier. Schutzgeld. Das haben wir ja schon alles gelesen. Sollst du nicht eigentlich jagen? Jawohl. Du kriegst ein Bier. Und du wirst jetzt jagen gehen, sonst. Lass. Und dann haben wir die wuseligen Ratten schon erledigt. Und dann sind wir fertig. Sehr schön. Und F8 zum Schnellspeichern. Mal kurz auf die... Nee, falsch. Ja, ich kann ja gerade auslaufen. Die Liste. Wir müssen zu Robert, zu Obel, Louis, Hawkins, Enrico, Doug. Wer ist Doug? Bist du Doug? Hallo? Nein, Handlanger. Doug. Wer ist denn Doug? Bist du Doug? Phil. Ah, du bist Kämpfer, ne? Ach ja, du bist der, der mir das Diebstum beigebracht hat. Da ist doch ein Träger, der wird doch auch Schutzgeld zahlen. Handlanger. Okay. Wer ist denn noch Doug? Wo arbeitet denn wohl Doug? Dwight, der... Schutzgeld? Ich will dein Schutzgeld für diesen Monat abkassieren. Ja, so siehst du auch aus. Hier hast du das Gold. Ja, und Taschendiebstahl. Das ist zu riskant. Wieso ist das zu riskant? Haben wir noch einen Duck hier in der Nähe? Hallöchen. Das ist ganz wichtig. Du Duck? Nein, du Beppo? Du Schurke? Du Rachel? Duck? Wer war denn noch Duck, verdammt? Ach! Der Jäger am Eingang des Lagers, der uns als erstes so freundlich begrüßt hat. Jawohl. Sam, muss ich bei dir auch? Nein, aber du hast ganz viele Gesprächsoptionen. Da schauen wir dann später mal. Geld haben wir eigentlich gerade. Ganz viel durchs Schutzgeld, ne? Jetzt ist die Frage, ob wir das behalten können, ungestraft. Schauen wir mal. So, Doug, mein Guter. Louis ist ständig besoffen. Dein Kumpel Louis ist ständig besoffen. Mag sein, aber er ist der beste Jagdlehrer, den ich kenne. Du wirst hier in diesem Sumpfloch keinen besseren finden. Ich hab's geahnt. Schutzgeld. Du zahlst mir jetzt erstmal dein monatliches Schutzgeld. Hat man dich jetzt auch schon rumgekriegt, goldgieriger Arsch. Hier hast du's. Dann sind die alle sauer, Mann. Deine Waren sind zu teuer. Das ist zu riskant. Verdammt, warum nicht? Lass uns handeln. Haben wir irgendwas zum Handeln? Das ist die große Frage. Sieht irgendwie nicht so aus, ne? Ja. Mhm. Ja. Pilz gibt Lebensenergie, das machen wir nicht. Okay. Dann tschüss. Ciao, ne? Okay. Na, nochmal auf die Liste schauen. Robert haben wir nicht. Obel haben wir nicht. Louis, Hawkins, Enrico. Dwight, Doug haben wir jetzt. Danny haben wir. Oscar haben wir auch. Cool. Dann nur noch die beiden Bauern oben. Spitze. Und dann gehe ich jetzt mal eben schlafen. Ja, schauen wir mal, wie es morgens aussieht. Dann haben wir ein bisschen länger hell, statt bis mittags zu schlafen. Bis zum nächsten Morgen. So. Schön. Ja, geht doch von der Helligkeit aus her. Also, hier waren keine Menschen mehr, mit denen wir quatschen konnten. Dann gehen wir mal hier rechts. Und wenn wir oben von Obel und Robert das Geld haben, dann würde ich vorschlagen... was mache ich dann? Ach ja, dann checke ich erstmal ab, was wir noch so zu tun haben. Damit ich das nicht aus den Augen verliere. Welches Level sind wir eigentlich? Stufe 5, 20 Lernpunkte, Schwertkampf 2, ja, komm, kann man mitarbeiten. Muss man einfach mal zugeben. So, Obel, gib mir dein Schutzgeld. Gib mir dein Schutzgeld. Wenn es unbedingt sein muss, ich will ja keinen Ärger haben, nicht wahr? Richtig. So, was hätten wir? Und den Drobart, der ja eigentlich sehr nett ist. Schade eigentlich, dass wir von dem... Schutzgeld eintreiben müssen. Das tut mir wahnsinnig leid. Was haben wir denn da oben? Haben wir da oben was? Können wir irgendwie da... Wir können ja noch nicht schleichen, ne? Verdammt.
Wie sieht's aus mit dem Schutzgeld? Wie sieht's denn aus mit dem Schutzgeld? Was denn? Sag bloß nicht, du bist tatsächlich Brugars Handlanger. Von Rachel. Sieht ganz so aus. Tja. Naja, du wirst sicher deine Gründe haben. Nett er ist. Na gut, ich werde dir das Schutzgeld zahlen. Allerdings wirst du dann erstmal was für mich machen. Seit Wochen versprechen mir die Kämpfer, meinen Hof zu beschützen. Du bist jetzt einer von Brugars Männern, also wirst du auch ihre Arbeit machen. Erledige die Moorleichen auf meinem Hof, drüben beim Wasserfall. Sie sind ziemlich hartnäckig und kommen einfach immer wieder. Erst dann reden wir über Gold. Scheiße. Übel, oh nee. Okay. Okay, ich kümmere mich um deine Moorleichen. Ach ja? Das wäre ja zu schön. Ach du Kacke. Ernsthaft? Jetzt auch noch mehrere Moorleichen, oder was? Das ist doch ein Witz, oder? Scheiße. Ich glaube nicht, dass wir die alleine kaputt kriegen, ne? Da ist eine. F8en wir mal. So. Oh, was war das denn? Ach ja, zielen sollte ich auch, ne? So. Headshot. Was zum Gürger tust du da? Hey, warte doch nicht. Jo, mach ich. Ach nö, jetzt kämpft der nur mit dem Bogen da hinten, oder was? Der macht ja gar nichts. Komm schon, du feiges Drecksvieh. Du leichiges Leichenvieh. Nein! Oh. Alter, wie stark die aber auch sind. Das schaffe ich nicht. Das schaffe ich nicht alleine. Die hauen zweimal auf mich ein und dann bin ich tot. Was machen wir da? Wir brauchen eine bessere Rüstung oder wir brauchen Hilfe. Und, ey, mir bleibt echt nichts anderes übrig. Also ohne vernünftige Rüstung schafft man das nicht. Zack. Was zum Gürger tust du da? Kollege, da kommt was, ne? Wir kriegen nichts. So. Komm, schieß die Moorleiche ab. Alter, du sollst auch treffen. Nimm dich in Acht! Oh. Jawohl, geht doch. Du schaffst es! Ach, Mist, da ist so eine Kante. Geh mal in den Nahkampf, bitte. Jawohl, geht doch. Du schaffst es! Oh mein Gott, die haben aber auch eine Lebenskraft. So, komm. Los! Oh, sauber, wir haben Erfahrung bekommen. Wo ist sie denn? Da ist sie. Jetzt habe ich E gedrückt. Weil bei vielen anderen Spielen ja der Loot-Knopf ist quasi. So, wo haben wir denn? Da hinten sehe ich, glaube ich, noch eine Rumschabenzel. Boah, ich hoffe, es kommen jetzt nicht zwei. Zack. Hast du sie jawohl, noch alle? Erwischt. Jo, habe ich. Ich komme ja auch zu dir. Damit du mir helfen kannst. Oh nein. Mann, diese Moorleichen zu besiegen, das wird noch eine ganz schwere Aufgabe. Aber wir werden das schon schaffen mit ein paar Tricks und hinterlistigen Spielereien, Hilfe von anderen und der Tapferkeit in unseren Herzen werden wir das schaffen.